Jungfrau, was ist für Ostern Energie, ja, für dich, Jungfrau? Noch einmal. Jungfrau, was ist bei dir los? Ja? Haus. Es hat viel mit deinem Privatleben zu tun, Stabilität, Wohlstand. Ja? Haus. Jungfrau, Ostern. Das Zuhause, Wohnung, Wohnort, Nachbarschaft, Häuser, Gärten, Tradition, Heimat, Stabilität, Geborgenheit, Sicherheit, Person, älterer, gütiger Mann, Liebe, stabile, auch langweilige Beziehung, Treue, Beruf, Hausmann, Hausfrau, Gärtnerin, Gärtner, von daheim aus Arbeit, Immobilienmakler, Immobilienmaklerin, Familien, Familienwohnsitz, Elternhaus, Herkunftsfamilien, Zeitfaktor, lange Zeit. Eigenschaften, stabil, treu, häuslich, privat, gemütlich, sesshaft, traditionell, langweilig. Finanzen, stabile Verhältnisse, langjährige Anlagen. Ja, das gehört alles zum wichtigen Themen bei Ostern. Jetzt möchte ich aber Liebe, was ist da? Stabile Liebe, langweilige und Treue. Was hast du da in Sache Liebe? Jungfrau, was ist denn los bei dir? Finden wir es heraus. Was ist für dich momentan wichtig? Wo befindest du dich in Sache Liebe? Haus, Jungfrau, ui, die wollte raus. Du willst jemanden kennenlernen, ja? Und diese Beziehung, der ist eine treue Mensch, treue Seele und wird stabil mit der Zeit. Sich gegenseitig kennenlernen, indem ihr einander euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung. Wow, sehr schön. Ja, das wird eine romantische, die Leidenschaft wird zwischen euch zwei entflammen. Sehr schön. Was gibt es noch in Sachen Liebe zu achten? Ja? Jungfrau. Wow, harmonische, gute Zeit, Einladung. Ja, der möchte dich erobern. Ja, noch eine. Oh mein Gott, was habe ich gesagt? Stabile Beziehung. Ja? Und ihr seid so miteinander verbunden. Das ist ja der Hammer, was da passiert. Ja? Das wird eine feste Beziehung. Ja? Die Menschen, die Jungfrau jetzt allein sind, es kommt jemanden. Ja? Es kommt jemand und es wird Stabilität. Es wird eine ernsthafte Partnerschaft. Langsam ist die Entwicklung. Ja? Das wird wunderbar. Ich kann nicht ausschließen, dass in naher Zukunft sogar zur Eheschließung kommt, ja? Sehr schön. Wow. Macht ihr auf etwas gefasst. Beruf und Finanzen. Jungfrau, Beruf und Finanz, was ist bei dir los? Beruf und Finanzen des Universums. Ah, die rutschen mir manchmal, weißt du? So, jetzt aber. Ja. Beruf und Finanz. Mir tut alles weh. So. Was ist da? Jungfrau im Beruf und Finanz. Wow, was ist da los? Im Sommer kommt eine Entwicklung in Sachen Beruf und Finanz. Chance auf Entfaltung, auch Erfahrung sammeln, dich entwickeln, ja? Lebendigkeit, Neubeginn, du bist engagiert, neue Möglichkeiten, Ufer, ja? Unternehmungslust, ja? Du gehst mit vollem Dampf, Jungfrau, voran, pures Glück,
im Sommer passiert was Gutes. Ja? Hausmann, Hausfrau, Gärtner, Gärtnerin von daheim aus arbeiten kann auch für viele Leute in Fragen kommen. Wie geht es weiter in meinem Beruf und Finanzleben? Ja? Man kann auch von zu Hause arbeiten. Immobilienmarkt, das wird boomen. Ja? Das wird die beste Zeit für die Jungfrau im Beruf und Finanz. Wow! Ja? Also, as of words, also, das ist as der Stäbe, Leute. Ja? Das ist wirklich Stabilität, Sicherheit. Ja? Wirklich so. Wow, sehr schön, sehr schön. Und ich möchte hier noch eine Botschaft von den Engels an dich, Jungfrau. Noch einmal, was sagen die Engels zu dir? Was sagen sie noch zu dir, Jungfrau? Oh, zwei Karten sind gekommen. Wow, zwei Karten sind gekommen. Also eigentlich kommt immer eine. Also Jungfrau ist die erste Sternzeichen, die zwei Engelsbotschaft bekommt. Das ist ja super. Gabriel, Erzengel, Gabriel ist bei dir. Deine Lebensaufgabe hat mit Kommunikation Kunst zu tun. Wow, Jungfrau. Bitte lass dich nicht verunsichern und dadurch davon abhalten. Ich werde dir helfen. Erzengel Gabriel, ja, unterstützt dich in deinem Weg. Beruf und Finanz vor allem. Ja, deine Lebensaufgabe. Dann kommt die zweite Botschaft, Celeste. Eine glückliche Veränderung in Form von Umzug oder Arbeitswechsel steht bevor und bringt dir positive neue Energie. Wow! Hä? Also die Botschaft von der Engels hat auch zusätzlich zu tun, ja, mit diesem Beruf und Finanz, die ich schon gelegt habe hier. Also die Sonne auf Tarotkarte, das ist das pure Glück. Ja? Und schau mal, eine glückliche Glückveränderung in Form von Umzug, Wohnort, Wohnung, siehst du? Oder Arbeitswechsel steht bevor und bringt dir positive neue Energie. Wow, Jungfrau, was für Botschaften hier, ja? So toll, sowas von toll. Okay, nimm es an, ja, diese Botschaften. Nimm es an, Jungfrau. Ja? Nachher kommt Waage. Wir sind immer noch bei Jungfrau. Noch eine Botschaft vom Universum an dich. Ich muss nachher einen Schluck Kaffee nehmen. Ich rede und rede und rede. Da kommt mein Akzentant Zwillinge. Ja? Ich rede scharf in der Kommunikation. Okay, dann ist eine Begabung, ne? Wow, liebevolle Gedanken, diese positive, ja? Schau mal hier, positive neue Energie, schau mal, zweimal Sonne, was willst du noch, Jungfrau? Das ist das pure Universum, in dein Leben strahlt die Sonne, ja? Das ist pures Glück, nur das Beste, die Creme de la Creme hat das Universum für dich bereit. Empfange es, verstehst du? Denke an dich, thinking of you. Oh, mein Englisch ist not so good. Aber thinking of you, denke an dich auf erster Stelle. Okay? Jungfrau. Und dann gibt es noch hier eine Botschaft an dich. Ja? Was möchte das Universum dir noch auf dem Weg geben, Jungfrau? Ja, auf dem Weg geben, dein Weg. Thinking of you. Okay, was ist noch? Nachher kommt Jungfrau Waage. Ja? Wir sind bei Jungfrau. Nachher kommt Waage. Jungfrau, ja, danke.
Magie, zauberhaft, Energie, Secret, Versteck, Geheimnisse, magisch, zauberhaft, Magie ist überall bei dir. Toll, tolle Zeit. Was willst du noch mehr? So ein Glückpilz bist du, ja, sage ich immer. Jackpot bei dir, Jungfrau. Alles Liebe. Bye.